So, dann machen wir erstmal hier das Büro als nächstes. Lebkuchenhaus, Flipper. Den stellen wir mal hier hin. Das sieht schön aus. Dann noch ein Apfel. Einen packen wir dahin. Einen hier hin. Und kommt ein noch hier. So, hängende Lichter. Wir nehmen einen Rot, einen in Blau und noch mal einen in Gelb. Also funktioniert es nicht, dann machen wir so. Dann hiervon. Den nehmen wir in Gold. Die nehmen wir in Rot. Da kommt hier hin. Oh, Schneekugel. Der wird auch hier sich sehr gut machen. So. Kleiner Weihnachtsbaum. Nehmen wir so, wie der ist. Klein. Nehmen wir. Wo tun wir den hin? Hier. Komm. Egal. Dann Wandpapierstern. Ja. Einmal in Gold. Hier. Dann noch ihn. Silber. Ne, graues Silber. Machen wir einmal hier hin. Und dann nochmal beige. Das soll so eine Art Bronze sein. Hängt er dann da? Bessere Idee. Der hängt dann auch hier. Der soll ganz oben hängen. Der dann weiter unten. Und der hier dann so eher mittig. Von der Höhe her. Da. Ja. Dann. Ah. Muss doch ein kleines bisschen unten. Ja, ist jetzt auch egal. Dann ist es halt so. Kriegt man richtig Weihnachtsstimmung. Das hier. Gegenstand kaufen, Weihnachtsgirlande C, Badezimmer 2 Quadratmeter. Will der alles für den Raum? Ja, okay, kriegt er den, so wie der ist. Da oben. Ja. Das hier. Ja. Mache ich mir jetzt keine Mühe für Badezimmer. Und hier. Das Fenster reinigen? Wo? 0 von 5. Ah, okay. Die kümmere ich mich gleich drum. Hier muss kein Fenster gereinigt werden. Hier Sauna. Muss nichts gemacht werden. Hier brauchen wir das Ding. Nehmen wir wieder so, wie der ist. Das hier hängen wir mal hier. Die Dinger. Nehmen wir mal da. Da. Und hier so ein bisschen über der Tür. Ganz groß. Zwei Stück. Nehmen wir gelb. Und einmal in rot. Dann Kerze klein. Auch nochmal ein Rot. Ne. Da gibt es noch ein Weiß. Weiß sieht auch richtig nice aus. Und dann haben wir noch Blau.
Ja, sieht geil aus. Dann hier. Ah, nehmen wir so, wie es ist. Sind nur Tücher. Den Raum haben wir durch. So, dann werden wir hier. Hier muss nichts verkauft werden, aber Fenster gereinigt werden. So. Oh, diese Bewegung. Ich freue mich schon, wenn wir dieses Gebäude hier für uns kaufen. Wieder diese großen Bewegungen mit dem Arm. Anstrengender als man glaubt, so wie weit man mit dem Arm nach hinten oder wie nach vorne gehen muss. Und so. So, dann brauchen wir das Ding nochmal. Das hängen wir mal hier so drüber. Da sieht's nice aus. Mistelzweig. Nee, das hängen wir vielleicht hier drüber. Das hängen wir da und da. Und hier. Dann hängen wir das hier und hier. Und ein Weihnachtsstern. Nehmen wir so, wie der ist. Kommt hier auf dem Tisch. Sieht dann wunderschön aus. Dann sind wir jetzt mit dem großen Raum dran. Kamin braucht er hier. Nehmen wir so, wie der ist. Der kommt dahin, ja. Boah, es sieht sogar viel, viel nicer aus. Auch so ein Kamin. So, der hier noch. Den hängen wir da drüber. Dann Geschenke warten wir erstmal, bis wir Weihnachtsbaum haben. Da Weihnachtsbaum B. Nehmen wir ihn ganz groß. Dann nehmen wir wieder uns ein bisschen Mühe. Dunkelgrün, Weihnachtslämpchen rot, gelb. Dann Farbe. Ja, bleiben wir bei gelb. Erste Weihnachtskugeln nehmen wir wieder. Dann nehmen wir gelb. Baumkette nehmen wir rot. Ja, dann nehmen wir dann so ein Silber. Blumentopf so. Oder so. Oh, guck mal, wie schön groß der ist. Der kommt definitiv dahin. Boah. Ich habe jetzt voll Bock auf Weihnachten. Und wir haben es mitten im August. Wir Weihnachten haben. So. Mittleres Geschenk. Eins und. So. Dann großes Geschenk. Machen wir so. Und dann großes Geschenk. So, dann haben wir Schneekugel, Weihnachten. Können wir bestimmt hier drauf packen, oder? Ja. Dann haben wir HC Bodenkerzenständer. Packen wir mal dahin. Keine Ahnung wofür, aber packen wir mal dahin. Da haben wir eins für den Tisch. Und dann so dahin.
Sieht schon nice aus. Umbri Holztisch kaufen. Ah, für hier. Genau. Dann packen wir das lieber mal hier. So. Eins kommt hier hin. Dann eins da und da. Dann dahin. Und hier eins und zwei. Dann machen wir wieder zweimal rot, zweimal gelb, zweimal blau. Ein rot kommt hier hin. Und ein rot kommt hier hin. Dann kommt davon ein blau. Hier nehmen rot. Und ein blau kommt noch hier hin. Und dann gelb. Und eins hier neben blau. Und da eins neben rot. So, wenn wir die jetzt anmachen. Dann Weihnachten ist ja richtig sehr. Große Kerze, nehmen wir wieder einen in Rot und einen in Gelb. Und kleine Kerzen nehmen wir in Blau und in Weiß wieder. Aber weiß. Pralinenpackung. Oh. Das ist ja nett. Dann würde ich so machen. Den packe ich mal dahin. Den anderen hier hin. Deckenpapierstern nehmen wir Gold 1 2 und da 3 und einer noch hier. Nice. Und ein Wandpapierstern. Die nehmen wir mal in Silber. Eins. Zwei. Drei. Können wir noch einen hinmachen? Ich würde sagen, da vielleicht. Nö, hier funktioniert es nicht. War hier bestimmt. Ja. Einen müssen wir noch. So. Hier können wir noch durch. Gut. Wenn nicht, ist nicht unser Problem, sondern seins. Und ein Weihnachtsstern zweimal. Sagen einer hier und einmal da. Unten wären wir dann fertig. Müssen wir nur noch nach oben. Und hier haben wir schon. Ah, Ruhe. Ruhe zählt auch noch mit. Mistel brauchen wir. Und den Ding. Packen wir eins. Komm, einen packen wir so hier hin. Und den packen wir hier. Dann können wir die beiden Mistelzweige da und da machen. Hier. Einer so und einer so. Ende Lichter Schneeflocke.
Nehmen wir den Gelb. Nee, warte. Hier verschneit. 1 und 2. So, ich trinke mal eben noch mal einen Schluck. So, von denen nehmen wir die so, wie die sind. Mal dahin und den kommen. Dahin. So, jetzt fehlt nur noch Weihnachtsstern. Dann haben wir jetzt hier unten fertig. Nehme ich hier hoch. So, hier noch die Weihnachtsgirlande. Den machen wir mal hier. So. Der kommt dahin. Der kommt hierher. Lange Weihnachtskette. Nehmen wir das so und so. Und hier noch eins. Dann haben wir hier noch Socken. Die packen wir mal hier hin. Und den drüber. Dann fehlt uns noch der Baum hier. So, den. Ja, nehmen wir so, wie der ist. Den packen wir hier so drüber. Dann fehlen noch hier die hängenden Lichter. So, nehmen wir ein Rot. Den ersten. 7 Stück brauchen wir davon. Okay, dann fangen wir mal mit dem hier an. 1. So. So, 3 nach rechts und 3 nach oben machen wir. Dann fangen wir damit weiter an. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die nächste Farbe wäre das hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die nächste Farbe wäre rosa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die nächste Farbe wäre... komm, wir nehmen mal verschneit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die letzte Farbe nehmen wir weiß. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein, 4, 3. So. Sieht schon geil aus. Kann es sein, dass die beiden... Ja, die sehen gleich aus. Egal. Dann hängende Lichter Big Star. Nehmen wir gelb. Hier. Und rot. Und hier hin. So, und komm, geh an. Den Apfel wieder. Packen wir hier hin. So. Dann die Dinger. Ja, komm. Einen dahin. Und einen hier hin. So, dann fehlt uns noch ein Lebkuchenhaus. Den stellen wir mal freundlicherweise hier hin. So. Ein kleiner Weihnachtsbaum B. Den packen wir mal dahin. Dann noch ein Weihnachtsstern. Und 2 Stück. Einen hierhin. Den machen wir an. Und noch einer dahin. So, was fehlt noch? Hier haben wir das fertig. Hier haben wir fertig. Hier ist fertig. Ah, das Badezimmer. Natürlich. So. Hm.
Dann würde ich sagen, die Wand streichen wir in weiß. Bis hierhin. Ah, 25 Wände müssen wir machen. Machen wir die hier auch noch mit weiß. Ah, okay, die muss ich auch noch mit streichen. Okay, Wandfliesen legen, graue Steinpaneele. Graue Steinpaneele. So. Mehr brauche ich nicht, laut Auftrag. Oh, die sehen auch nice aus. So. Notfalls lasse ich die beiden noch da. Die lege ich aber besser mal dahin. So. Bodenfliesen. Müssen wir auch noch machen. So. Und so. Dann eine Retardusche. Wir brauchen den hier. So. Ja. Hab sogar richtig geschätzt. Und den. Nehmen wir genauso, wie der ist. Ganz. Hier muss ich noch kaufen. Hm. So. Und den hier. Oh, was ein Glück. Was ein Glück, dass das so gepasst hat. So, der fehlt auch noch mal. Noch einmal. Dann packen wir den hier hin. So. Dann Spiegel. Ha? So würde ich sagen. So und so. Muss ja nicht mittig sein, aber sieht schon nice aus. Ah, nochmal so ein. Ja, lassen wir das hier für die Dusche. Kann man sich beim Duschen auch noch selber sehen. Noch große Kerze. Nehmen wir wieder in Rot. Und die kleine Kerze nehmen wir in Gelb. Dann gibt es noch diese Lampen. Lassen wir mal so in Schwarz. Einer hierhin und der andere dahin. Ah, den noch ein kleines Stück mehr nach hier. So, vielleicht. Ne, noch nicht ganz. So. Ja. Hängende Lichter Big Star. Nehmen wir wieder Rot. Dann die hier nehmen wir in Gelb. Handtücher nehmen wir so, wie sie sind. Packen die da rein. Seife. Komm. Nehmen wir so. Und kleiner Weihnachtsbaum C. Nehmen wir so.
Alle Aufgaben wurden erfüllt. Nice. Die kann ich jetzt verkaufen. Boah, diese Wohnung, die gefällt mir auf jeden Fall. Ich will das jetzt noch einmal mir ganz genau ansehen. Wenn ich eine RL-Wohnerhütte hätte, ey. Das wäre so geil. Ich hätte zwar größtenteils keine Ahnung, was ich mit den ganzen Räumen machen würde, aber... YOLO, egal. Haben ist besser als brauchen, ne? So, dann... beenden wir mal den Auftrag. Ja. Kinder sollten Spielsachen in ihren Zimmern haben. So. Ah, ich liebe diese Bilder immer noch. Oder das hier. Muss ich auch endlich mal was einpflanzen. Hier aber keine Ahnung was. Und auch mal den Rasen hier vielleicht auch grün machen. Na, Buddy? Du hast Rex gelassen. Als Rex. Na, du? Ja, keine Bedürfnisse. Das ist gut. An sich zwar ein schönes Haus, aber ohne Auto. Ich würde sagen, wir könnten mal schauen, dass wir hier vielleicht für uns jetzt auch mal im nächsten eigenes Haus suchen. Neues, größeres. Was gibt's denn hier so? Wir haben jetzt 142.000 im Besitz. Wir hätten aber hier den Palast noch. Aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt noch mal hin. Hauspreis 78.000. Renovierungskosten 149 Euro bisher. Gartenwettbewerb bisher 0. Garten 2, Räume 16. Gibt es hier irgendeins, das mehr als nur 2 Etagen hat? Würde ich gerne wissen. Der hat dann auch nur eine Etage. Hackerloft, 2 Etagen, Räume 4. Sieht nice aus. Das ist aus dem Cyberpunk DLC. Sieht so aus. Geil aus. So, was haben wir hier? Niedergebrannt. Etagen 2, Räume 10. Ja, aber... die in der man einziehen sollte. Auch nur eine Etage. Ein Raum für ein Enhancement. Ja. Auch Cyberpunk. Yo. So, was haben wir hier? Haus auf Stelzen. Applaushälfte. 100-jähriges Haus. Altes Haus mit Bunker. Ihr alter Klassiker. 2 Etagen, Räume 13, ach du Scheiße, das ist auch riesig. Dann Haus des Buchhalters,
Zwei Etagen, sieben Räume. So, Männerhöhle. Zwei Etagen, Räume 8. Ja, das sieht auch nach einer Männerhöhle aus. Aber die will ich nicht. Dann waren hier auch in zwei Etagen. Ich hätte gern eine mit Obergeschoss, Erdgeschoss und Keller. Familienhaus. Auch nur zwei Etagen. 12 Räume auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. Blaues gemütliches Haus. Kleines Ziegelhaus. Das ist nein, da also, da haben wir das. 204.000. Genau, das ist es. Ach du Scheiße. Die ganze Hütte ist zugeschneit. Ach nö. So, allein zu Hause. Ah, von Kevin allein zu Hause. 3 Etagen. Da haben wir das. Ja, genau. Außer den 1920er Jahren. Aus schönem roten Backstein, im Kolonialstil gehalten. Wirkt für eine große Familie. Vorbesitzer lebten hier zu 15. Besonders hervorzuheben ist die riesige Küche und das Separatessen. Auf der Rückseite des Hauses findet man einen sehr praktischen separaten Eingang zum Keller. So, dann haben wir Haus auf dem Mond. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch eine Burg. Die müssen wir auch auf jeden Fall irgendwann erreichen. Alter, denn der Mond leuchtet rot sogar. Dieses transsilvanische Schloss aus dem 14. Jahrhundert war lange Zeit unberührt. Der Verlagsmagnat Randall Robertson entdeckte es 1922 und wollte es als Souvenir seiner Europareise mitnehmen. Nach ein paar kostspieligen Verhandlungen konnte er die örtlichen Behörden überzeugen, ihm das Anwesen zu verkaufen, um es quer über den Atlantik zu verschiffen. Leider versanken die Kisten mit dem historischen Mauerwerk während einem heftigen Sturm und es blieb nur noch das 600 Jahre alte Baumaterial übrig. Letztendlich gelang es dem neuen Eigentümer, das Schloss teilweise nachzubauen. Das getreue Nachbildung der Gruft und die Ausrüstung, die die Reise auf wundersame Weise überlebt hatte, sind besonders interessant. Die Yacht brauchen wir auch auf jeden Fall. Gibt es etwas Luxuriöses als eine Privatyacht? Du kannst sie kaufen und den Status für einen fairen Preis zur Schau stellen. Ja, das wäre auch nice. Wenn wir so eine Yacht besitzen würden. So eine kleine. 170.000. So,